willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin jetzt hier vor Ilbesheim und muss dahin. Ja. Mit dem LKW kann ich hier sehr wahrscheinlich nicht durchfahren. Ich weiß nicht, ich kenne mich hier gar nicht aus. Jetzt geht aber hier, kann man jetzt hier nicht erkennen, geht ein Feldweg lang. Der kommt genau, dieser Weg müsste das sein. Dann komme ich hier genau vor meiner Baustelle raus. Vorne, ich weiß nicht, ob man sieht, in etwa da, kann man den Feldweg ein Stück erkennen. Der ist recht breit, sogar asphaltiert. So, bin fast richtig. Ich muss hier rein. Dran ist nichts. Wie sieht es da aus? Da sieht es auch gut aus. Sorry, ich habe mein Stativ vergessen, sonst hätte ich die Kamera irgendwo hingestellt. Ich habe da so einen blöden Fuß dran. Auf jeden Fall ist der Bagger drin. Ja. Und jetzt watschel ich mal zurück ans Auto. Ich hoffe, ich kriege hier nicht den Arsch gewaschen gleich. Moin Leute. Heute Morgen wird gekraunt. Der hat ja schon Saft, ne? Jetzt hier über das Grüne. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Der Arm hat knappe 11 Tonnen. Das Ding hebt ihn einfach mal frei weg, ne? Geil einfach. Ich fahre jetzt mal rüber nach Gelsingen. Da soll ich eine Siebanlage laden. So, soweit habe ich jetzt hier mal alles vorbereitet. Ich hoffe, das passt. Ich habe diese Siebanlage noch nie mit diesem Tieflader gefahren. Auch ein Vierachser habe ich schon mal versucht. Da ging sie nicht drauf. Aber auch nur, weil das hier Bei der Vierachs-Baggerbrücke ist viel zu hoch. Da hast du mal, ich glaube, 65 cm. Hier sind knappe 50, so 47 etwa. Ja. Schmeißen wir mal die Mühle an hier. Können wir es erkennen? Ich hoffe doch.
doch. Aber sie ist immer an. Hier vorne ist, sind zwar außen dran, aber müsstest du über Kreuz müsstest du dann über die Kante von hier über die Kante spannen. Das ist doch alles nichts. Das ist alles nichts. Bring noch ein bisschen Fahrstellung rein. Hier ein bisschen tiefer. Tiefer geht immer. Tiefer ist immer gut. Eine Band da hinten gefällt mir nicht. Das sieht scheiße hoch aus. Das täuscht es auch. Oh nein, das passt. So. Mal schnell unser BF3 leer geräumt. Auch wieder. Aber mehr mache ich auch nicht heute Abend. So ist es dann. Klappe ich die ganzen Träger raus, den hinten hänge ich dann ein. So. Unser BF3 Ladefläche hin. Wir haben keins mit Küche oder Bett irgendwas. Da wir ja eh nicht über Nacht fahren. Also. Oder sagen wir mal so, ich glaube, ein Umkreis von 50 Kilometer oder so. Oder 100 Kilometer. Wenn du weiterfährst, muss halt irgendwas dabei sein. Halt, ich habe meine Verschraubung vergessen. Meine Verschraubung. So. BF3 von innen. Ist eigentlich ganz normaler Mercedes. Ganz normaler Mercedes Sprinter. Hier ist das Bedienelement für das Dach oben. Logisch, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Pfeil nach oben ist ausfahren, Pfeil nach unten ist einfahren. Rundumlichter, Blinker im Display oben. Nacht heißt, dann strahlen die LEDs nicht so hell. Dass wenn irgendeiner hinten nachfährt, dass der halt nicht Sonnenbrand kriegt. Ja, und hier zu den, ja, muss ich ja eigentlich nicht viel sagen. So, das ist unser BF3 von innen. Mehr ist es nicht. Ganz normale Mercedes Sprinter, wie gesagt. Automatik. Jo. So. Wir haben Freitagmorgen. Vor mir das gute Stück. Ein Cut 324. Und den lade ich jetzt. Und der geht rüber
nach Gelheim. In den Steinbruch. So. Es ist jetzt Freitag, es ist gleich. Ja, es wird 10 Uhr sein, Kläger. Weiß ich gar nicht genau. Jetzt geht's los. Braucht den Kiefplatte. Gestern Abend habe ich ja schon alles hergestellt. Jetzt mache ich erstmal den Träger hier rein oder die Träger auf beiden Seiten. So herum. Hier habe ich wieder noch hinten drin. Scheiße, schwer die Dinger. So, jetzt hängt der Träger hier. Das ist die Sicherung hier. Dass die während der Fahrt nicht raus können. Wie gesagt, das Gewinde kommt jetzt hier durch. Dieses Loch durch und wird dann hier in diese Halterung kommt es rein und dann kommt von dieser Seite die Verschraubung drauf. Muss das natürlich auch noch das Gestänge rein. Das Ganze natürlich andersherum. Dasselbe Prinzip. Hier unten wird angehängt. Und dann hier wieder durch das Loch durch. Thank you.
ganz ehrlich, jeden Tag brauche ich das nicht. Jeden Tag brauche ich das nicht. So, was man hier im Hintergrund hört, ist mein Kollege, der lädt gerade einen Bagger draußen. Moin. Noch am Ende mache ich die Bolzen diese Richtung. Normalerweise habe ich die alle, dass die Schraube in Fahrtrichtung steht. Aber am Ende mache ich den so rum. Wenn ich den andersrum reinmache, steht er zu weit raus und das schmerzhafte Erfahrungen. Vielleicht brühe ich auch hier, wo ich hingucke. Es gab schon Löcher im Schienbein. Da wir nächste Woche 30 Grad bekommen sollen, brauche ich schöne Beine. So. Ja. Die andere Seite. So, zettel ich um. Jetzt gehe ich mich mal waschen.
haben wir denn? 13:40 Uhr. Ich bin mittlerweile in Mannheim. Habe unseren 146 zu Hause aus der Werkstatt geladen. Ja, sollte ich hier über diese Aufschüttung, bin ich jetzt mit der Vorderachse bin ich drauf gefahren und ja, mehr habe ich mich nicht getraut. Jo, da ich weiß, dass diese Fahrbahn sowieso wegkommt, lade ich jetzt einfach hier ab. Ich verräume jetzt noch meinen Kram. Okay, noch sauber. Und dann darf ich noch nach Frankfurt fahren. Ja, ich freue mich auch. Also sagenhaft. Sorry, das habt ihr jetzt nicht gesehen oder habt ihr nicht sehen können. Ich bin hier gerade in diesen Kreisel gefahren. Von hier rauskommend. Ja. Und jetzt, ich war hier kaum um die Kurve, kommt ein Radfahrer und fährt quasi parallel mittig zu meinem Tiefbett und fährt einfach mit mir rein in den Kreisel. Ich, also, Leute, seid doch nicht so lebensmüde. Seid doch nicht so lebensmüde. Das darf mir doch gar niemandem erzählen, ey. Rennradfahrer, sorry. Ich gönne euch euren Spaß an eurem Hobby. Überhaupt gar keine Frage. Aber warum seid ihr immer Leben am Limit? Hobby, Rennradfahren. Verstehe ich nicht. Naja, was soll's. Kleiner Ausraster. Egal. Ich, 14:45 Uhr. Der Baggerfahrer ist nicht mehr in Frankfurt. Und um in Frankfurt den Bagger zu holen, bräuchte ich Hilfe. Ganz einfach, weil die Zufahrt, ich habe hier langen Vierachser dran, ich bin beinahe 22 Meter lang. Freitag Mittag
Leute, die einen ordentlichen Beruf erlernt haben. Aber sind gerade meine Fettfinger. Wir haben freitags mittags um 12 Uhr, 13 Uhr Feierabend. Naja, ich gehöre nicht dazu. Anderes Thema. Ich fahre jetzt nach Hause, fahre noch mal rein in die Werkstatt. Ich habe an meinem Lenkgestänge habe ich die Woche zwei trockene Buchsen einfach halt. In denen normalerweise Fett sein muss. Meine Buchse ist fett. Auch ein anderes Thema. Au. So. Blödsinn gelabert.